So. Willkommen. Herzlich willkommen. Zu einer. Ja, was soll. Ich hab ihn schon gestohlen. Naja, willkommen zu einer Runde. For Honor mit dem Skuldo. Das steht Folge. Da als Feind. Und zwar die letzte Folge von uns. Deswegen ein kleines Duell. Da wollen wir eigentlich hauptsächlich unser Fazit sagen, was wir jetzt von dem Spiel halten, von der Beta zumindest. Und wollen ein bisschen diese Köpfe einschlagen. Komm jetzt her. Na, wo bist du? Ui. Also, Skuldo, was hältst du jetzt von dem Spiel? Ja, also, ich habe davor eigentlich nur Chivalry gespielt. Und das ist echt schwierig zu kämpfen und zu reden. Ja, schon ein bisschen, aber. Das kommt mir gerade so. Ja, also generell, also es ist halt so ein Spiel, was ich halt nur für kurze Zeit spielen würde. So ein Gelegenheitsspiel. Ja, oder? Darum würde ich es mir halt jetzt nicht für 60 Euro kaufen, sondern halt, sag ich mal, für 20 Euro oder für 15 Euro. Ja, aber das ist halt. Das Gelegenheitsspiel ist es halt auch das Problem, weil. Dann gibt's ja viele Profis drin, dann bist du der Schlechte drin. Ja. Wow. Alter, das war jetzt ekelhaft. So, naja, und von den Klassen her, man kann auch natürlich Profis waren, ich weiß nicht. Du bist immer so Klassen, du musst dich auf eine Klasse echt spezialisieren. Weil alle Klassen gleichzeitig spielen, ist es sauschwer. Ja. Aber wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, weil ich sehe gerade beim Duell gibt es ja auch eine Zeit. Wir haben noch 50 Sekunden. Na gut, dann mal los, ne, hier. Oh. Boah, ich wollte auch gerade. Du Sack. Oh nein. Alter, das war jetzt am Ende ganz schön unfair. So, die Zeit läuft ab. Ja, genau. Die Zeit läuft ab. Ja, also. Also ich hätte mir es irgendwie leichter vorgestellt, zu kämpfen und zu reden. Das ist war jetzt. Ja, es ist halt relativ schwer, aber. Ja. Na gut, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich finde, das ist einfach. Das macht auch sehr schnell deprimierend das Spiel, ne? Ja, klar, wenn man jetzt nur gegen gute Spieler kommt, dann. Und man halt nicht genug Übung hat, dann ist es halt wirklich schwierig. Weil ich kann mir halt vorstellen, wenn man das Spiel jetzt einmal zwei Wochen nicht spielt und dann wieder spielt, dann ist es richtig schwierig. Weil mit dem Kampfsystem muss man halt auch erstmal ein bisschen zurechtkommen. Ah, man lernt was hier. Wow, wow. Ganz ruhig, mein Guter. Hey, ach du Scheiße, ich hab geschlagen. Oh, ja. Alter, ging ganz schön schnell. Jetzt haben wir aber auch nichts mehr geredet, ne? Aber das Wasser da in der Mitte nervt, das ist so laut. Das nervt wirklich. Scheiß Fontäne. Ich schließ so überhaupt. Runde 3. Ich versteh's auch nicht. Ah, in der Kathedrale drin. Oh, das sieht cool aus. Ja, das sieht echt geil aus. Vor allem hinter dir, schau mal hinter dir. Ist das bei mir auch? Nee. Das sieht geil aus. Hm, cool. Also ich würde das Spiel jetzt echt nicht für 60 Euro kaufen. Es ist ein schönes Spiel, das muss man echt lassen. Ich finde das Kampfsystem auch ein bisschen komisch. Zum Beispiel das nach. Ja. Ja gut, das ist nach Rettung. Ich weiß nicht, das ist so. Oh, ich wollte auch gerade hauen. Hey, hörst du auf, sag mal. Gibt's noch. Warte kurz. Ich mach was ausprobieren. Warte, schlag mal in irgendeine Richtung. Ja, schon, dass du mich treffen würdest. Nochmal. Nee, es geht nicht. Nach links oder rechts ausweichen. Funktioniert nicht. Nee, voll der Fuck. Nur nach hinten ausweichen. Nein, ich wollte gerade. Oh, ich bin fast tot, Mann. Ja. Nein! Das kam jetzt überraschend. Letzte überlebende Held. Echt? Hätte ich nicht gedacht. Am Duell der letzte überlebende Held. Und was ich noch eigentlich noch sagen wollte,
Es ist eigentlich empfehlenswert, wenn man vier Leute zusammenbekommt. Ja, es ist wirklich ein Koop-Spiel. Also du musst wirklich, alleine brauchst du das Spiel nicht anfangen. Also da empfehle ich jedem, den das Spiel interessiert, aber kein Kumpel hat, der das hat oder spielen will, lasst es. Weil alleine hast du da null Chance. Echt gar keine. Ja. Wenn man nur wegen der Kampagne würde, ich will es jetzt nicht kaufen. Ja, ich auch nicht. Nein, hör doch auf, aufeinander zu schlagen. Ich will die auch mal schlagen. Keine Ahnung. Zum Glück bekommen wir die Aufgaben mal relativ schnell zu. Das stimmt. Au, Alter, das ist ein schneller Schlag. Au! So. Wow, lalala. Was? Du hast mal. Was? Du hast das geblockt, Alter! Was? Das war jetzt knapp. Nein! Nein! Was? Nein! Ich hab's nicht geblockt! Nein! Ist es jetzt vorbei? Oder fünf Runden? Drei Runden? Vorbei. Naja, Skuld ist halt der bessere Kämpfer und ja, damit würde ich mich eigentlich schon von diesem Let's Play. Genau, und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Spiel, könnt ihr es ja einfach in die Kommentare schreiben. Ja. Weil wir haben es jetzt ein bisschen gespielt und wir werden es so gut wie möglich beantworten. Ja. So gut wie es möglich. Weil für jeden Charakter gibt es eigentlich verschiedene Moves, das könnte man vielleicht noch sagen. Und man müsste sich halt echt für jeden Charakter irgendwie einspielen. Ja, das habe ich ja vorhin dann gemeint, ne? Also ja, jetzt, wo wir nicht mehr kämpfen, können wir reden, ne? Ja. Weil wir haben halt jetzt einfach mal wegen Let's Play-mäßig jetzt einfach mal jeden Charakter ein bisschen ausprobiert und das ist halt jetzt, sagen wir mal, nicht empfehlenswert. Man sollte sich vielleicht am Anfang so, also schon ein bisschen rumprobieren, aber halt doch mal irgendwann mal auf den Charakter irgendwie festlegen. Ja. Also sagen, man mag eher einen schwer gepanzert mit langsamen Angriffen haben und dann lieber jemanden, der schneller angreift. Das ist halt, ja. Ja, das ist wirklich empfehlenswert. Man braucht einfach Erfahrung im Spiel. Vor allem auch alleine hast du keine Chance. Du musst wissen, welchen Charakter du am besten spielen kannst, weil wenn du alle durchmischt, es gibt noch bestimmt Spieler, die alles gut können, aber jeder Charakter hat einfach seine eigenen Fähigkeiten und die sollte man auch auswendig lernen, beziehungsweise wissen, was man macht, ne? Das ist wichtig, ja. Was ich jetzt nicht weiß, ob bei jedem Charakter die Fähigkeiten dann die gleiche Kombi sind. Weißt du, was ich meine? Ich das ist dann glaub, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Naja, gut, damit bedanke ich mich eigentlich schon. Oder wolltest du noch irgendwas sagen bezüglich des Spiels? Ich glaube, wir haben alles Wichtige gesagt. Gut, wie gesagt, falls ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Also Endfazit, ich würde es mir nicht kaufen für Vollgeld, also für 60 oder 70 Euro würde ich es mir nicht kaufen, auch nicht für 50. 20 Euro wären vielleicht drin, weil da ist dann bestimmt eine geile Kampagne, was richtig geil wäre, eine Koop-Kampagne. Das wäre richtig nice. Das wäre mega nice. Für 20 Euro vielleicht, 15 wäre vielleicht optimal. Um den Euro Spiel am besten. Zwischendrin. Ja, super, kostenlos, am allerbesten. Ja, aber Vollgeld nicht empfehlenswert und alleine vor allem auch nicht. Unbedingt mit Kumpel mit zwei ist schon grenzwertig, haben wir gemerkt. Also du kannst nicht immer alles reißen, du kannst was machen. Ja, aber gut, man kann zum Beispiel zwei gegen zwei, da geht's ja dann eigentlich. Ja, das stimmt. Natürlich, wer alleine spielt und gerne Duelle macht, gerne. Ja, genau, das geht natürlich. Aber auch. Ich meine, so Eroberung oder so, keine Chance. 4 gegen 4, keine Chance. Ja. Also man muss immer beim Team bleiben. Ja. Das ist eigentlich das Wichtigste bei dem Spiel. Ja, wirklich. Naja, und Endfazit. Naja, geht so, ist ein geiles Spiel, aber nicht für Vollgeld. Nicht für Vollgeld, genau. So, und damit bedanke ich mich eigentlich schon fürs Zugucken bei diesem Let's Play und ja, dann bis zum nächsten Let's Play. Video. Ciao. Ciao.